So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, natürlich gerade im Auto. Ihr kennt mich ja, aber heute geht es auch ein bisschen ums Auto. Heute geht es etwas ums Auto. Und zwar, ich fahre jetzt erstmal zu meinen Eltern. Und von dort aus, da ist eine Werkstatt und alles, da habe ich ein bisschen alles parat. Und von da aus werden wir heute das Auto erstmal sommerfit machen. Und zwar, naja, einmal Sommerreifen draufhauen, das ist klar. Einmal Sommerreifen brauchen wir, aber auch hinten rechts auf der Beifahrerseite, also da hinten, ist der Bremssattel fest. Den werde ich heute mit tauschen. Der ist, naja, zwar noch nicht so extrem fest, aber er ist fest oder er fängt an und das ist noch der Originale. Das heißt, wir haben da, naja, wir können da schon einen rein tun, so langsam. Man kann den wieder gangbar machen und man kann wieder was weiß ich alles machen, damit der wieder geht. Und ich will das Auto ein bisschen raussaugen und mal die Scheiben sauber machen. Habe ich alles dabei. Aber das Wichtigste ist natürlich bei Cabrio, ich muss das Dach einfetten. Die ganzen Gelenke, die ganzen Scharnierler, alles muss ich alles ein wenig einfetten, damit das alles mal wieder funktioniert und läuft richtig schön und damit es halt auch länger hält, damit es nicht kaputt geht, weil Dach ist teuer, so ein Dach ist schweineteuer, daher müssen wir das alles mal machen und müssen wir heute alles mal machen, das will ich heute alles machen. Wir haben 9:30, das heißt, ich bin relativ frisch aufgestanden, von einer halben Stunde circa. Aber bevor ich jetzt daheim rumhocke, ich habe gerade ein bisschen Lust. Ich habe Zeit heute, also machen wir das alles auf einen Rutsch durch, weil sonst kommen wir da nicht voran hier. Wenn ich das immer nur ewig wegschiebe. Außerdem will ich endlich meine Felgen wieder drauf haben. Die, was ich damals zu dem Auto dazu gekriegt habe. Da will ich aber auch nochmal andere, weil die schauen doch ein bisschen mickrig auf dem Auto aus. Weil das kann ich euch dann zeigen, dass es ein bisschen mickrig ausschaut. Ja, Auto sauber machen, Reifen wechseln, Bremssattel wechseln und einschmieren sozusagen. Das ist heute geplant und mehr auch nicht. Und dann schauen wir mal, wie spät wir haben. Also heute will ich auf jeden Fall noch streamen, weil steht nichts anderes heute an. Und ja, vielleicht streame ich heute Minecraft Kelea. Ach, das wisst ihr ja noch gar nicht. Minecraft Kelea. Ein niegelnagelneues Projekt. Erst ein Stündchen aufgenommen. Mal was ganz was anderes. Ich will es mal ausprobieren, ob es mir denn überhaupt so gefällt. Oder ich will es mal ausprobieren, wie es mir so gefällt. Es wird mal wieder ein Vanilla-Let's Play in Minecraft, aber mit Roleplay-Projekten. Minecraft DC ist damit abgelöst. Und da ich ja immer ein bisschen weiter Minecraft haben will, habe ich mir das überlegt. Es ist auf dem Server auch mit, das heißt, ihr könnt auch jederzeit zuschauen dabei. Wenn ich was mache, also das ist in der Serverwelt, weil die Kreativwelt leider nicht funktioniert hatte. Wir haben es nicht hinbekommen, dass man sich da keine Rohstoffe rausholen kann in die normale Welten. Habe ich jetzt das draus gemacht. Es ist, sobald ihr auf Minecraft Kelea rüberkommt, auf die Welt, seid ihr im Spectator Mode, könnt zuschauen und alles und erkunden, was ich dann ein bisschen aufbaue. Und es soll in der Größe und in dem Format werden wie mein damaliges Minecraft Let's Play, was ja noch auf der 1.46 lief. Das waren ja 700 Folgen. Ich hätte Lust, das dort weiterzumachen, aber ich finde viele, viele, viele Mods nicht mehr für die damalige Version. Wir hatten ja etliche schon drin. Wir hatten aber auch leider einen drin, der dann einfach den kompletten Chunk austauscht, wenn der nicht mehr drin ist. Der hat dann immer den kompletten Chunk neu geladen und das ist natürlich richtig kacke dann, wenn der den ganzen Chunk neu lädt und das halbe Haus dann weg ist dadurch, weil eins von den Teilen in der Kiste drin war.
Leider war das genau das Problem, was wir da hatten. Und ja, ich will heute auch mal nach dem Öl und allem gucken, also mal richtig schön das Auto wieder fit machen. Ölwechsel habe ich aber eh, mache ich eh demnächst. So noch, ja, bis halt noch so, ich habe es vor 2-3 Monaten nochmal zu machen vom TÜV. Will ich meinen Ölwechsel machen. Dann will ich eh nochmal durchgucken und alles. Ich will dann auch nochmal schön unten einschmieren, das Auto, damit es schön, schön lange hält. Also richtig schön Bampf unten dran. Und ja. Aber heute erstmal, steht erstmal das an. So, wir fahren jetzt zu meinen Eltern. Wir sehen uns dann dort wieder, würde ich sagen. Weil jetzt noch ewig rumquatschen, mir fällt gerade nichts mehr ein. Mir fällt gerade leider wirklich nichts mehr ein. Was ich halt sagen kann, um die Fahrt zu überbrücken. Wobei wir eh schon fast da sind. Ja, wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. So, wir sind bei meinen Eltern angekommen. Und da ich ja heute Auto machen will, Motor aus, erster Gang rein. Mal kurz, dass er hängt. So, Handbremse rein. Weil wir haben hier eine kleine Schräge, wo ich das heute alles mache. Und da soll das Auto dann auch schön, schön, schön stehen. Jetzt hängt er am ersten Gang und die Handbremse ist drin. So, und ich zeige euch jetzt mal, warum ich zu meinen Eltern fahre. Dann nehme ich euch natürlich mit. Und ja, ich rauche gerade, aber seid mir nicht böse, ich bin Raucher. Und nehmt mich auch nicht als Vorbild, deswegen danke. Ich sag das lieber immer mal. So. Passt mal auf, wir sind jetzt bei meinen Eltern. Ich bin schön weit wegfahren vom Zaun, damit ich ja gut rankomme und alles. Und wir gehen jetzt mal nach unten. Ich kann euch auch was anderes gleich mal zeigen. Ich brauche jetzt noch einen richtigen Schlüssel. Hallo. So. Gehen wir mal in den Keller runter. So. Ich muss gleich mal abwaschen hier. Gehen wir mal in den Keller runter. Jetzt will ich euch mal zeigen. So. Jetzt wird es auch dunkel hier. Hi, bin wieder da. So. So, jetzt sind wir im Keller. So, einmal irgendwo da sind meine Sommerreifen drin. Die muss ich erstmal suchen. Und bam bam, die Werkstatt. Also, sie ist gerade nicht aufgeräumt, also nicht böse nehmen. Aber die Werkstatt. Das ist unsere Werkstatt von meinen Eltern. Also hier. Oh, mein Auge ist ganz schön rot heute. Guckt mal, ein altes Röhrenradio noch. Ach ja, die Werkstatt von meinen Eltern. So. Und hier ist alles, was wir brauchen. Nämlich mit versteckt. Und zwar der Wagenheber. Den brauchen wir. Den Wagenheber brauchen wir. Machen wir aus. Den Wagenheber brauchen wir. Da guck, Wagenheber. Wir brauchen, was brauchen wir denn noch? Ratschenkastengroßen. Klein vielleicht auch, aber restliche Werkzeug ist dann auch noch da. Kann ich auch immer noch mal holen. So, großer Ratschenkasten. Mein Rohr. Wenn die Schrauben nicht so richtig aufgehen, habe ich immer ein Stück Rohr. Wenn sie nicht aufgehen wollen, um ein bisschen mehr Kraft drauf zu kriegen. Ja, was haben wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Ganz viel bestimmt, was mir jetzt auf Anhieb nicht einfällt. Vielleicht, weil ich auch in die Kamera quatsch. Aber ich zeige euch mal was anderes, wo wir früher, ich und mein Vater, sehr viel dran gearbeitet haben. Sehr viel Zeit verbracht haben dran. Ich zeige euch mal. Zu spät. Achtung. Da habe ich mit meinem Vater sehr viel Zeit verbracht und sehr viel dran gearbeitet damals, wie ich noch kleiner war und jünger war. Na, kleiner vielleicht nicht unbedingt, ich bin ja immer noch klein. Ich zeige es euch aus einer anderen Perspektive. Aber ihr habt schon einen kleinen Teaser gekriegt. So. Das ist die Eisenbahn. Die Eisenbahn. Ist natürlich noch nicht ganz fertig, weil mein Vater sieht nicht mehr so gut. Er wird halt auch älter.
Ich bin dann ausgezogen und dann ist es irgendwie so stehen geblieben auf dem Stand, wo es jetzt ist. Wir haben 7 Kreise, ne, 8 Kreise haben wir. 8 Kreise haben wir, einer geht schon außenrum unten, unterirdisch, weil der Raum zu klein geworden ist. Ja, einiges Zeug will ich noch machen, wenn ich mal wieder hier wohnen sollte, will ich die auf jeden Fall mal fertig kriegen und mal weiter dran bauen, ist auch ganz schön. Mein Auge ist echt böse rot, hä? Muss ich von der Seite in die Kamera reden. ja, einige Häuser sind beleuchtet, einige nicht, wir haben eine Windmühle, wir haben ganz viel. Aber das ist, sowas braucht echt Zeit. Ich bin auch ein bisschen rot. Mal her. Mein Auge schaut gar nicht gut aus. Ja? So. Aber wir wollen uns heute ums Auto kümmern. Und ich räume jetzt erstmal alles her und man sieht sich. So, hergeräumt haben wir alles. Hier ist auch schon der neue Bremssattel. Der neue Bremssattel, den müssen wir dann einbauen. Hinten natürlich. Hoffe ich, klappt ganz gut heute, dass es recht schnell geht, der alte runter und alles ist nicht. Nee, damit es nicht zu ärgerlich wird heute. Die Felgen habe ich auch schon hergerichtet, komplett. Alle 2 habe ich schon auf die richtige Seite gestellt. 2 sind dann für die andere Seite, aber ich fange jetzt erstmal mit dem Bremssattel an. Ich mache kurz mal eine Pause, weil Felgen aus dem Keller raus immer ein bisschen anstrengend und das ganze Zeug, da rennst du dann einen halben Marathon. Hochdruckreiniger brauche ich dann noch, weil ich das Auto auch mit abspritzen will. Und Kabeltrommel brauche ich noch. Und die Felgen habe ich auch schon da. Das sind halt die originalen Ford, wo das Auto mal drauf stand. Also, da. Die originalen. Die anderen beiden stehen schon beim Auto. Müssen wir dann heute erstmal ein bisschen was machen. Ich rauche jetzt aber erstmal eine und trinke meinen Kaffee noch zu Ende. Und dann legen wir auch gleich los. Ich weiß nicht, was ich da filmen kann, weil ich habe keinen Kameramann sozusagen, der mir das ein bisschen alles filmt. Und jetzt mal mit den dreckigen Händen an die Kamera anzufassen, ist auch doof. Weil die will ich nicht unbedingt versauen. Ja, man, gut, man, ich könnte es ja dann sauber machen danach. Schauen wir mal, wie ich es da ein bisschen mache. Ja, bis gleich. So Leute, jetzt sitzen wir im Audi von meiner Mutter. Wir müssen nämlich mal schnell noch ein paar Bremsklötze holen und eine Schraube für den Bremssattel, weil ich glaube, da werde ich nicht dran vorbeikommen, die abzureißen. Weil die bewegt sich kein Millimeter mehr. Mit Hitze hat sie sich nicht gelöst und mit ganz viel Spray, volles Programm, nichts passiert. Werde ich sie umreißen müssen und eine neue Schraube holen. Aber da müssen wir erstmal gucken, ob, bevor ich das mache, ob denn der, wo ich jetzt halt schnell hinfahre, die Teile hat. Bis gleich. Filmst du? Ja. Hallo! Jetzt musst du auf mich filmen. Hi. Hallo. Also, die Schrauben hat keiner. Gibt's nur original. Geil. Und die da haben ewige Lieferzeit. Also baue ich jetzt alles schnell wieder zusammen und dann soll mein Vater den mit zum Mösbauer nehmen, weil der arbeitet ja eh bei Ding, bei Ford. Dann geht es ein bisschen schneller. Wir sind im Auto von Mama unterwegs, weil mein Auto ist ja gerade noch so halb zerlegt. So. Ja komm, fahr durch. Oder nicht. Und Auto von Mama geht auch gut, muss ich sagen. Habe ich jetzt mal auf Sport eingestellt. Macht auch Spaß. Ja, können wir gleich mal angucken eigentlich. Es nervt mich wie Sau jetzt. Es hat keiner die Schraube. Ich krieg's ja nicht auf, weil es noch original ist. Es ist noch der originale Bremssattel. Und der hängt halt schon ein paar Tage dran. Jetzt krieg ich die scheiß Schraube nicht auf. So. Hast du ein bisschen gewackelt, hä? Ich? Ein bisschen. Ein bisschen. So. Es ärgert mich gerade wie Sau. Aber hilft nichts, wir schmeißen trotzdem die Sommerreifen drauf. Ich baue wieder alles zusammen. Sean ist auch dabei jetzt. Mal kurz. Hi. Weil ich immer ein bisschen Unterstützung brauche zum Entlüften der Bremse. Ist ja nicht so, dass er hätte um 9:30, bevor er losgefahren ist. Ich bin um 9:30 schon losgefahren. Nein, ja, aber du warst um 9:30 nochmal da. Ja, ich war nochmal kurz zu Hause. So, er hätte ja klingeln können, ich war ja wach. So. Ja, wusste ich nicht. Ich wollte dich nicht unbedingt wecken. Warum fährst du hier 30? Hier ist doch 50. Wir haben keine Zeit. Wann musst du arbeiten? Halb eins. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Das nervt mich ja, auch nicht. Ab und zu will er nicht auch nicht schalten. Okay. Wenn wir im Sportmodus sind. Wo hier zum Beispiel brauchen wir die Leistung gar nicht. Jetzt hat er. Ist ein bisschen zickig. So.
Kannst du Stopp machen? Ich mach Stopp. Hey, hallo. So, und zwar, Sean filmt gleich mal den Tacho. Ich muss sagen, das Auto geht auch gut. So, einmal bitte auf Tacho. Jetzt müssen wir bremsen, der fährt dann schneller. Okay. Der geht schon gut, der geht schon echt gut, das Auto, muss man sagen. Aber es ist mir zu klein und es hat zu viel Macken irgendwie. Okay, was filmst du alles? Dich. Mich? Nein, du hast gerade... Bin ich das Armaturenbrett? Ja. Also dann. Ciao. Bis dann. Hallo. Sean hat gerade die Idee gehabt zu filmen. Jetzt fühle ich mich beobachtet. Also, Bremse haben wir wieder entlüftet, haben wir wieder drauf gemacht. Wo habe ich das Sieglicht da? Ja, wunderschön, hat nicht funktioniert. Hat wunderschön nicht funktioniert, weil ich die Schraube nicht aufkriege. Und wenn wir schon, wenn der Vater schon beim Mösbauer arbeitet, bin ich jetzt doof? Achso, ich war nicht richtig drauf. Wenn der Vater schon bei Ford arbeitet, dann soll es er dann einmal machen. Weil das ist mir jetzt ein bisschen zu viel Aufwand. Vor allem, ich kriege die Schraube jetzt nicht und habe das Zeug jetzt nicht da. Ich hasse die Stöppelchen, wisst ihr das? Das sind stinknormale Muttern, da so ein Stöppelchen drauf presst. Und den verliere ich ständig. Immer wenn du was machst, das Ding reißt du ab. Das nervt richtig extrem. So, Sean ist auch nicht mehr lange da, aber den müssen wir jetzt dann gleich wegfahren. Der muss nämlich dann in die Arbeit. Ich habe eine Arbeit, da muss man auch Samstag arbeiten, ja. Tja, weil du eine arme Sau bist. Irgendwer schreit da schon wieder vom Fenster raus. Ich ignoriere einfach mal gekonnt. Den Rest machen wir dann jetzt halt erstmal die Felgen drauf. Aber die Felgen schauen schon ziemlich mickrig aus auf dem Auto. Guck mal, Kinder. Seelen, die man fressen kann. So. So. Ich würde sagen, das reicht. Machen wir einen Cut-Nei, oder? Ja, machen wir einen Cut-Nei. So. Zwischenstand. Felgen sind drauf, Luft ist drin. Jetzt rauche ich mal schnell eine, trinke einen Kaffee, schön entspannt. Dann nachmach fange ich an mit Saubermachen, raussaugen, Dach einschmieren, schön mit Silikonspray und allem drum und dran, Dach und Dichtungen. Das mit der Bremse ärgert mich jetzt. Es ärgert mich wirklich, dass ich die Schraube nicht aufgekriegt habe, bevor ich sie abreiße. Ich habe jetzt auch keine andere Schraube gekriegt. So auf Not eine andere Schraube, bevor ich sie abreiße, lasse ich sie lieber Mösbauer machen, also bei meinem Vater in der Arbeit. Ist ja Ford Werkstatt, daher sicher ist sicher, weil sonst stehe ich da und das wäre auch Kacke. Also, man sieht sich. So Leute, innen ist jetzt alles sauber, aber ich wollte jetzt mit dem Hochdruckreiniger drüber. Ich muss jetzt erstmal Autoshampoo kaufen, weil ich habe so eine schöne Autobürste mit dabei. Dann muss ich jetzt erstmal ein bisschen Reinigungsmittel kaufen. Polieren werde ich ihn heute nicht, weil ich bin eh schon Stunden drüber. Da habe ich nicht so wirklich Lust zu, muss ich auch ehrlich sagen. Da bin ich heute ein bisschen faul. Außerdem war ich eh schon ganz viel drüber und mir läuft das Wasser runter. So, ich merke gerade, ich habe das Leder vom Gangknüppel mit runter geputzt. Muss ich mal wieder drauf machen. Mach ich dann. Jetzt fahren wir mal schnell Baumarkt. Holen mal schnell was. Wir haben da auch immer Funktionax, schönes Zeug. Dann kann ich das mit beim Kehrer mit in das Reinigungsmittel reintun. Das geht nämlich ganz gut. Weil wenn ich die Bürste drauf habe, nimmt er sehr viel Reinigungsmittel mit. So. Jetzt geben wir Gas, weil es geht nicht hier raus. Aus Schönwald. Hier klebt übrigens immer noch nicht so gut, obwohl ich das Pad gereinigt habe. So. Aber ich weiß nicht, wie ich das alles zusammenschneide heute. Oder wie ich das zusammenschneiden werde. Mir läuft das Wasser runter wie Sau. Jetzt seit halb 10 habe ich hantiert und durchgehend unterwegs gewesen. Schon haben wir auch schon wieder weggefahren vorhin. Luft habe ich auch schon wieder auf den Reifen drauf. Alles wieder gemacht.
So, wir sehen uns dann gleich wieder, okay? So, wir fahren wieder zu unseren Eltern. Ich habe jetzt auch Politur gekauft und Autoshampoo. Wir polieren das heute noch. Wir machen das Auto heute fertig, komplett fertig. Jetzt poliere ich doch noch, habe ich mich doch noch irgendwie dazu durchgerungen, damit wir es ja fertig bekommen. Ich will es halt einfach mal so richtig schön wieder herrichten. Ich habe ein, zwei Kratzerchen gesehen, die muss ich damit machen. Das ist meine scheiß Einfahrt, da ist lauter Split nur. So, lassen wieder ein bisschen Platz. Mal einen Schluck nach hinten. Jo, damit ich schön über dem Auto hantieren kann. So, wir machen weiter. Vollgas ist angesagt. So, Auto ist poliert. Auto ist sauber. Die Reifen habe ich, die Winterreifen habe ich mit abgekehrt gleich mit. Ich bin im Arsch. Ich bin richtig im Arsch. Die muss ich jetzt noch wegräumen alles. Und dann bin ich fertig für heute. Dann bin ich aber richtig fertig. Ich zeige euch dann nochmal das Auto, wenn es fertig ist. Wenn es noch ein bisschen getrocknet ist. Bis gleich. So, jetzt sind wir mal wegen einem Parkplatz gefahren. Da kann ich euch das Auto mal ein bisschen zeigen. Und wunderschön, alles fertig, richtig sauber innen. Ich habe das Dach offen. Da schaut es am besten aus. Bis gleich. Das ist jetzt mein Auto. Wunderschönes Cabrio. So. Wunderschönes. So, jetzt habt ihr mein Auto auch mal kurz von außen gesehen. Ich mache da kein Carporn oder so, irgend Zeug. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich lege mich jetzt erstmal in die Wanne. Ich bin dreckig von oben bis unten. Komplett dreckig von oben bis unten. Schöner Porsche da vorne. So, man sieht sich im nächsten Vlog. Hat einigermaßen Spaß gemacht. Es war echt anstrengend heute. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneide und was weiß ich alles. Daher würde ich sagen, man sieht sich. Tschüss.